für Qualität ist der Gast auch bereit, mehr zu bezahlen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass das soll eine Win-Win-Situation sein, eben für den Bauern und für den Gastronomen und eben am Ende des Tages für den Gast auch. Ja, also wir sind die Familie Eschbacher da vom Winterbau. Das ist eigentlich in der dritten Generation wird das geführt. Ursprünglich ein kleiner Bauernhof, eine Jausenstation, wie eben der Lift noch früher aufgegangen ist, hat die Oma angefangen mit dem Butterbrot und einfach mit ein bisschen einem Ausschank. Und ja, jetzt stehen wir so, wie das da ist. Ja, ich glaube, Regionalität ist für uns eines der wichtigsten Sachen. Ich arbeite viel lieber mit den Produkten, die was nicht von irgendwo her gekarrt werden. Also wir haben eine Mutter-Kuh-Haltung, wir haben mittlerweile einen Bio-Bauernhof. Also Kalb decken wir zu 90% mit den eigenen Kälbern ab. Und Rindfleisch schaffen wir zu 50%. Da haben wir jetzt einen englischen von unserer Pinzgauer Kolbin. Da lösen wir gerade das Rinderfilet runter. Das Rinderfilet, das darf man aber nur kurz dreitschen, so eine Woche maximal. Dann schmieren wir die ganze Geschichte noch mit einem Rindertalg ein. Rindertalg schützt ein bisschen das Fleisch eben vor dem Austrocknen auch. Ja. Und schlussendlich nehmen wir das Produkt und hängen das ein in unseren Dreiecher. In dem Reifkühlschrank herrschen so zwischen 0 bis 2 Grad ca. 50% Luftfeuchtigkeit. Es ist ja schön, wenn der Gast sieht, wie auf der Wiesn unsere Kälber, unsere Kühe auf Freude haben, dass die Gas gut geht. Am Ende des Tages kann man auch, glaube ich, mit einem guten Gewissen schlafen gehen.